Wir sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr auf der Anlage. Wenn alle anderen im Bett liegen und schlafen, müssen hier alle Handgriffe sitzen. Wir befinden uns hier im zentralen Leitstand, im Vorraum zum zentralen Leitstand vom Kraftwerk Datteln 4. Von hier wird das Kraftwerk Datteln 4 bedient und beobachtet und ja, gefahren. Hier haben die Leute das Ruder in der Hand. Also es gibt hier Kraftwerker, die in der dritten Generation Kraftwerker sind. Es gibt hier Kraftwerksmeister, deren Väter waren Kraftwerksmeister und deren Großväter waren Kraftwerksmeister. Und diese hohe Verbundenheit zum Kraftwerk wird auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die meisten dann auch hier ihre Wurzeln haben. Die haben hier im Unternehmen gelernt, sind jetzt hier 30 oder 35 Jahre beschäftigt, sind immer noch hier. Hier in Datteln, das Kraftwerk, es ist das modernste mit dem besten Wirkungsgrad und mit den niedrigsten Emissionen. Also wir können an dieser Stelle das Kraftwerk einmal per Schiff und per Lkw versorgen. Dafür war dieser Standort geeignet, dadurch, dass wir am Kanal liegen. Und das Zweite ist natürlich, dass unsere Kunden eine direkte Anbindung haben. Also wir haben hier Anbindung an das Hochspannungsnetz. Wir haben einen Kunden, der unseren Bahnstrom abnimmt und haben Anbindung an unser Fernwärmenetz, weil wir ja auch über 100.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen. Auf die Bevölkerung heruntergebrochen versorgen wir in etwa 1,3 Millionen Leute, Kunden mit elektrischer Energie, Industrie, Wärme, alles was dazugehört. Hier sind die höchsten und besten Filteranlagen eingebaut. Kein Kraftwerk emittiert weniger, zum Beispiel Schwermetallemissionen, als das Kraftwerk Datteln. Wir haben also sehr, sehr aufwendig nachgeschaltete Rauchgasreinigungsanlagen. Das ist das, was die Technik zurzeit hergibt. Und tatsächlich ist eines unserer Reststoffe oder unserer Nebenprodukte, die wir erzeugen, auch Gips. Wir können hier Gips herstellen und beliefern damit auch im großen Umfang die Gipsindustrie. Der wesentliche Vorteil des Steinkohlekraftwerks ist, dass die Energie, die wir erzeugen, erstmal auf dem Hof liegt als gespeicherte Energie. Jetzt gibt es natürlich Zeiten, wir nennen es Dunkelflaute, wo weder Wind noch Sonne da ist, die Regenerativen dann runterfahren. Es gibt Zeiten, wo extrem hohe Windeinspeisungen sind, die dann plötzlich abbrechen, weil der Sturm so stark wird, dass die Windenergie abschaltet. Und dann bedarf es Kraftwerke, die genau diese Grundversorgung sicherstellen. Kraftwerke wie im Datteln 4, die eine sehr hohe Flexibilität haben in der Änderung der Leistung. In der aktuellen Situation sehen wir, dass tatsächlich viele Steinkohlekraftwerke in der Merit Order vor Gaskraftwerken laufen. Das hängt damit zusammen, dass sich die Energiepreise sehr dynamisch entwickeln, gerade auch in Richtung der Gaspreise. Und der Anstieg der Gaspreise hat daher den Anstieg der Kohle- und auch der CO2-Preise überkompensiert. Die hochmodernen Kohlekraftwerke können insofern einen Beitrag leisten, dass sie erstens gesicherte Leistung bereitstellen können, aber auch eine flexible Erzeugung. Zusätzlich haben wir eben diese Kombination aus Wärme- und Stromerzeugung. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Akzeptanz einfach wieder ein Stück weit in die Mitte der Gesellschaft gerückt wird, dass sich die Positionen, die verhärteten Positionen ein bisschen aufweichen, dass wir als wirklich als Dienstleister für die Energiewende anerkannt werden, gerade im Moment umso wichtiger denn je, und dass erkannt wird, dass das Kraftwerk keinen Strom macht, sondern dass die Leute, die im Kraftwerk arbeiten, den Strom machen. Das ist das Entscheidende. Allgemeine Wünsche sind mehr, dass die öffentliche Wahrnehmung, was uns betrifft, auch objektiver sein wird. Also zurzeit sind die Kohlekraftwerke sehr im Fokus. Aber wir leisten natürlich auch einen wertvollen Beitrag, um die Grundversorgung auf der einen Seite, aber auch die Energiewende zu unterstützen. Was ich mir für die Zukunft der Energiewende wünsche, ist vor allem die offene Diskussion aller Möglichkeiten, die wir haben. Wir sprechen hier von einem sehr komplizierten Konstrukt, das gelöst werden muss. Wir sprechen von nachhaltiger, von bezahlbarer, von sicherer Energieversorgung in der Zukunft. Und dafür muss eben unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten die beste Lösung gefunden werden.